Der Club der Köchinnen wird Ihnen präsentiert von Möbel Höffner. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out for me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see the road comes back to you. Hear me talking about that Georgia, Georgia. No peace I find, just an old sweet song keeps that old Georgia on my mind. Das war Erik Brodka. Willkommen beim Club der Köchinnen. Vielen Dank. Du bist Schauspieler, Sänger, wahrscheinlich auch Tänzer. Nein. Nein? Das kann ich also eindeutig verneinen. Ich bin kein Tänzer. Ich bin ein rhythmischer Mensch. Aber Tänzer war ich nie. Das dachte ich mir, ja. Aber Sänger tanzen, glaube ich, auch nicht so gerne. Und du bist Schauspieler seit wann? Oh je. Ich glaube so, ja, seit ich auf der Welt bin, aber... Angefangen hat es im Internat, um es ganz ehrlich zu sagen, im Kloster Ettal. Hattet ihr ein Schülertheater? Wir hatten eine ganz tolle Bühne, die später dann zur jetzigen Aula geworden ist. Und da durfte ich mit 12 Jahren meine erste Rolle spielen. Und das war der Kaspar Larifari von Goldoni. Habe ich es mir doch fast gedacht. Was hast du noch gespielt? Dann gab es von einem Murnauer Kinderbuchautor, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Das war der Piratenkit. Dann gab es noch Draußen vor der Tür von Max Frisch, den ja. Andri. Also wir hatten damals also auch ernst. Sehr, sehr ernste ja. Stücke auch gemacht. Ja, ja. Und dann nach der Schule? Ja, dann nach der Schule. Eigentlich wollte ich ja Kinderarzt werden immer. Mhm. Weil ich mag Kinder sehr gerne. Aber während der Schulzeit habe ich dann schon mich in München rumgetrieben, in Schwabing, weil wir haben dann auch in Schwabing gewohnt. Und da hat mich dann irgendwann mal, habe ich den Sami Drechsel von der Lach und Schieß damals ja. kennengelernt. Und der war ja so eine ähnliche Mischung wie ich, eine persische, bayerische Mischung. Und der hat ja, gesagt, was ist denn jetzt an dir persisch? Ja, der Vater. Der Vater? Ja. Gut. Jawohl. Und der hat dann gesagt, ja, geh doch mal in die Schwabinger Spritzen in der Ockhamstraße. Aha. Da gibt es einen Wirt, den Cookie, und der macht immer Jazz in seinem Lokal. Ja, und dann bin ich da irgendwann hin und habe meinen ersten Pianisten kennengelernt, den Raivo. Und so nahm das Unheil seinen Lauf und da wurde ich dann ja, immer mehr Jazz und auf einmal war ich unterwegs. Und seither läuft das Unheil? Seither läuft es manchmal mehr, manchmal weniger. Ja. Du weißt, wie das ist in einem Künstlerleben. Man kann nicht immer nur von der Kunst leben, aber es geht schon. Es geht schon, aber manchmal ist es hart, oder? Definitiv. Denn man kann eigentlich nie so genau vorausplanen, weil man nicht genau weiß, wann irgendwas gut läuft. Richtig. Mhm. Also sprich, du kannst definitiv nicht planen. Ja, ja. Aber gut, denke ich mir. Ich habe es mir ausgesucht und dann muss man halt auch damit leben. Du hast gesagt, du liebst Kinder. Das hat sich in deinem Leben auch gezeigt. Ich habe es fast nicht glauben können, wo du gesagt hast, du hast Drillinge. Ja. Drei Mädel. Die Marie, die Sophie und die Claire. Ja. Und wie seid ihr damit zurechtgekommen? Also ich habe ja auch Zwillinge, und zwar zweimal. Aber ich weiß, es ist wichtig, zwei Arme zu haben und der dritte fehlt dann. Ja, ich habe dann festgestellt, eine blärt immer. Also mindestens. Es waren extreme Frühchen. Ja. Sie kamen ja 1993 auf die Welt, mit alle drei zusammen keine 2200 Gramm. Also sie waren wirklich das so... Das ist die Hälfte von sonst einem. Ja. Mhm. Und
nochmal ein großes Lob und ein Kompliment an die Maistraße. Mhm. Wir durften damals alle drei Kinder dort auf die Neonatologie, also auf die Frühchenstation tun, hatten das große Glück. Und die haben sich aufopferungsvoll um die Mädels gekümmert. Also es war wirklich toll. Und ja, heute sind es drei bildschöne junge Damen. Du hast mir ein Bild gezeigt, die sind wirklich wunderschön. Wie ist das? Sind sie ein Eich, zwei Eich? Auch eine interessante Mischung. Ja. Zwei waren da und eine war da. Also Sophie und Marie waren da und die Claire war da. Einmal zwei Eich und ein drittes dazu. Mhm. Na, einmal ein Eich, zwei Eineige und die Claire war extra. So rum. Ja. Genau. Und wie vertragen die sich? Ja, wie das so unter euch Frauen ist. Huch! Sie liebten und sie schlugen sich. Nein, sie vertragen sich sehr, sehr gut. Ich meine, sie sind so eng miteinander aufgewachsen. Also sind sie sich auch natürlich sehr nah emotional. Keine Konkurrenz? Nein. Nee. Nein. Auch nicht die eine, die ein bisschen anders ist? Nee, wir haben sie sehr, sehr früh auch schon in der Schule versucht zu trennen. Mhm. Also dass auch wirklich jede ihre eigenen sozialen Erfahrungen machen kann. Und ich glaube, das war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Wird auch immer geraten. Ja, absolut. Mhm. Und so konnte jede ihren Freundeskreis kriegen. Koch jetzt du. Und daher gibt es dieses Konkurrenzdenken oder ich spanne jetzt mal da an einen Freund aus. Also, nee, das gab es nicht. Gott sei Dank. Hallo Mädels. Ich frage so interessiert, weil wir mehrfach Zwillinge zu Hause haben in der Familie und das Thema Zwillinge auch immer wieder hier aufgetaucht ist in der Sendung. Wir hatten einmal Zwillinge, die haben erzählt, als sie so 18, 19 war, jeder ist abends ausgegangen und jeder kam zurück und schwärmte von einem Mädchen. Und dann sagte der andere, mit der war ich unterwegs. Und er sagte, nein, nein. Und dann stellte sich raus, die sind auch an ein Zwillingspaar geraten. Ist nicht wahr. Ja. Okay. Und es hielt offenbar etwa 3 Jahre. Das ist ja süß. Was erlebst du da bei deinen Töchtern? Ja, jetzt nicht mehr so viel, weil mit 23 sind die Damen natürlich flügge. Mhm. Zwei arbeiten und eine studiert gerade in England noch, in Edinburgh. In Edinburgh. Und ich weiß manchmal auch nicht, ob ich das mit den Herrschaften, also mit den Männlichen, so unbedingt immer mitkriegen möchte. Ja, ja, die eifersüchtigen Väter. Na, gar nicht. Sie haben eigentlich, wir haben sie, glaube ich, so gut erzogen, dass sie sich einen sehr gesunden Geschmack bewahrt haben. Und bis dato waren die Jungs auch immer nette Kerle. Jetzt weißt du was, wir haben vergessen. Jetzt werfen wir mal das Wasser an. Jetzt werfen wir mal das Wasser an. Weil wir gleich eine Pause machen und dann schlage ich vor, dass wir die Spaghetti in der Pause kochen. Das machen wir. Der Club der Köchinnen wird Ihnen präsentiert von Möbel Höffner. Der Club der Köchinnen wird Ihnen präsentiert von Möbel Höffner. So, deine Spaghetti sind bald gar. Es köchelt. Sag mir noch mal, wie heißt denn das Essen überhaupt? Ich weiß, ehrlich gesagt, ich kann dir gar nicht sagen, ob dieses Essen überhaupt einen Namen hat. Es ist ja eigentlich, im Grunde ist es ja nur Mozzarella mit Tomaten und Basilikum. Mhm. Ja, also sprich, du machst eine Caprese kalt und tust sie am Schluss quasi auf die Spaghetti drauf. Und das war's. Aber es schmeckt, es ist ein wunderbares Frühlingsessen, weil es ist geschmackig und macht trotzdem nicht so voll. Das werde ich mir merken für den Sommer. Wenn es so ganz besonders schöne Tomaten aus dem Süden gibt. Ja, das ist natürlich mit den Sommertomaten, die dann so diese wirklich süße Frucht haben, ist es noch ein bisschen besser. Sage mal, warum nennt man dich eigentlich The Voice? I'm gonna wait till the midnight hour, until my love comes tumbling down, yeah. Wow. Weil ich so blären kann. Ja, super.
das hat mir, glaube ich, ein großer, auch körperlich und ein großer Künstler und ein sehr lieber Freund, der Reinhard Fendrich, hat mir in einem Interview bei Bayern 3 gesagt, den Brodka hat der liebe Gott in die Kehle geschissen. Ja, bitte. Das fand ich aber ein sehr, sehr liebes Kompliment. Und ich durfte auch mit A3, als der Georg Danzer noch gelebt hat, als sie in Wien gespielt haben, die drei Herrschaften, der Amboss, der Danzer und der Reinhard, durfte ich als Stargast im Raimundtheater auftreten. Das war eine große Ehre. Aber es ist fast eine schwarze Stimme. Es ist eine sehr schwarze Stimme. Ja. Das ist auch meine Musik. Ja. Der Jazz schön. Und der Soul. Ganz das schön. Bin ich. Ganz toll. Obwohl ich auf meiner Platte auch was Deutsches habe. Also, aha. Ich sage immer Platte, gell? Hast du deine Platte mitgebracht? Ich habe meine CD mitgebracht. Die kann ich nachher mal in die Kamera halten. In die Kamera halten. Das machst. Aber jetzt halte ich erst einmal den Knoblauch in die Nudeln. Jawohl. Quatsch in die Tomate. Ist der frisch oder der ist frisch. Frisch zerdrückt. Das ist auch ganz wichtig, weil ohne Knoblauch ist es ja nichts. Nee. Also sprich, Tomate, Mozzarella, Pfeffer, Salz. Viel gutes Olivenöl. Ja? Mhm. Und man kann das Ganze, ich sage mal, Basilikum drauf, oder? Ja, viel Basilikum. Man kann das Ganze definitiv den Sugo eine Stunde vorher anmachen. Dass er durchzieht. Dass er durchzieht, gescheit. Also, und am Basilikum nie sparen. Und es gibt ja viele Leute, die schneiden das Basilikum. Ich zerrupf's. Ja, so wie andere Leute Bonbons. Gequetscht. Und das ist kabaischisch. Jawohl. Zerrupf's. Aber du wolltest noch was aus deiner Schwabinger Zeit erzählen. Und der Zeit der Köche. Die Zeit der Köche, die kam ja dann eigentlich. Die Zeit der Köche kam eigentlich mit dem Nachtcafé. So. Da, ich hatte das große Glück, einen sehr tollen Koch, der jetzt auch Koch, einer der drei Köche des Jahrhunderts. Lieber Eckhardt, ich grüße dich ganz herzlich und liebe Niki. Es stand immer, während ich im Nachtcafé gespielt habe, damals stand immer jemand hinter der Bühne direkt und hat dann abends, nachts immer sein Bier getrunken. Mhm. Und irgendwann kam er mal zu mir und sagt, du machst tolle Musik und ich möchte dich mal zum Essen einladen. Und dann habe ich gesagt, wer bist denn du? Weil ich wusste ja nicht, wer das war. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe da so ein Restaurant um die Ecke und da koche ich und ich finde deine Musik toll und du und deine dürre Freundin, ich habe damals eine ganz dünne Freundin gehabt, deine dürre Freundin, die kannst du auch gleich mitbringen. Und ich sagte, ja, und dann hat er mir seine Karte gegeben und ich sagte, der liebe Gott persönlich hat mich zum Essen eingeladen. Und das war der Eckhard Witzigmann. Also da hat er die Aubergine noch gehabt. Mhm. Und aus diesem Abend wurde eine jetzt seit 25 Jahren dauernde Freundschaft. Schön. Und über den Eckhard habe ich dann auch wieder andere Köche kennengelernt und ich bin irgendwie so kochaffin. Und es gibt jetzt auch ein ganz, ganz tolles kulinarisches Festival, Kunst und Kulinarik heißt es. Leider nicht in Bayern, sondern am Arlberg, aber was will man machen? Der Axel Bach, auch ein ganz toller Koch, in die Wege geleitet hat und das organisiert. Da bringst du dann ein schönes Rezept mit. Da bringe ich mal ein richtig schönes Rezept mit. Das mache ich. Ja. So, jetzt müssen wir, glaube ich, diese kleinen Freunde hier. Ja, jetzt hast du nämlich noch eine Minute. Ja. Jetzt pressiert's. Ja, jetzt pass auf. Keine Angst vor der Nudel. Du kennst den Trick. Wenn sie an der Wand kleben bleibt, ist sie gut. Mhm. Aber nicht alle. Ich sage mal, du hast eine halbe Minute, die darfst jetzt noch gehen und dann tun wir sie gleich raus. Wunderbar. Kein Thema. Kein Thema. Mhm. Wie macht ihr das? Darf man die Nudel hier gleich abschütten oder geht man rüber und schüttet sie ab? Haben wir so viel Spielraum in der Kamera? Wissen wir das? Oder machen wir das in der Pause? Du kannst es doch. Ja, das machen wir in der Pause. Machen wir in der Pause. Das ist am besten. Die ist sowieso dann jetzt gleich. Eine halbe Minute haben wir Pause und dann. So, da haben wir jetzt alles drin. Setzen wir uns an den Tisch und probieren und sagen dir, wie es schmeckt. Oh mein Gott. Ja. Sei aber nicht so streng mit mir, gell? Ja, musste ich schon fürchten, ja, nehme ich an. Wir sind gleich wieder da. Bis gleich.
Der Club der Köchinnen wird Ihnen präsentiert von Möbel Höffner. Der Club der Köchinnen wird Ihnen präsentiert von Möbel Höffner. E allora, è pronta la pasta. Juppa. So. Edith, du hast gesagt, du möchtest eine kleine Portion. Ist die klein genug? Die ist klein genug. Das kann man, glaube ich, sehr entspannt. Danke. Gnädige Frau. Aber schön, Schatz. So, bitte schön. Wunderbar. Gell? Ich möchte noch ein Basilikumblatt, bitte. Ein Basilikumblatt kriegst du natürlich, selbstverständlich. Stell es einfach auf den Tisch, dann pflücken wir. So. Schau her. Sehr gut. Stell mal mitten rein. Schau mal, wie schön. So. Gut. Ja gut, komm. Naja, das Basilikum duftet. Das gehört dazu, man muss einfach so ein bisschen das trainieren, ist, oder? Ist also probiert es, ich wünsche euch einen guten Appetit und bedanke mich nochmal sehr herzlich für deine liebe Einladung. Wir bedanken uns, wenn wir probiert haben. Ja, das wisst ihr ja noch nicht. Also gut, ich sag mal so, bei dem Knoblauch wird heute nicht mehr geknutscht. Ach so? Das ist zu befürchten. Aber es sieht sehr schön aus. Mm. Recht dente. Mhm. Mhm. So müssen sie sein. Prost. Mm. Sei ehrlich. Schmeckt es. Das ist wieder ein Sommerrezept. So schmeckt der Sommer. Ja. Ich sage jetzt nicht, was du vorhin gesungen hast. Tja, da würde ich mal sagen, sehr, sehr zum Wohl. Prost. Wir haben schon geklappert, oder? Ja, sonst gehe ich noch mal rum. Mm, wunderbar. Du schmeckst fantastisch. Dankeschön. Ganz fantastisch. Und nachdem mein lieber Mann ein Nudelesser ist, was ja auch schon in seinem Namen drin ist, ein Udel-Esser, der wird der begeistert sein. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, der ist wahr. Da freue ich mich sehr. Gell? Mhm. Mm. Da gibt es auch diese Nudeln, die heißen Udon. Ja. Was ist denn beim Vietnamesen. Genau, das sind die dicken Nudeln beim Vietnamesen. Mhm. Udon. Udon. Udon, habe ich schon wieder gelernt. Cool. Mm. Mhm. Wir waren vorhin noch dabei bei deinen drei Töchtern, weil mir das so unglaublich imponiert hat. Ich weiß noch, wie ich bei meinen Zwillingen, weil ich sie nicht beide gleichzeitig füttern konnte, sie hingelegt habe aufs Bett und immer mit dem Löffel hin und her und hin und her. Und immer wenn die eine was gegessen hatte, hat die andere gebrüllt. Es war nervenzerfetzend. Wie habt ihr das mit dreien gemacht? Dazu muss ich sagen, erstens hatte ich eine fantastische Frau und eine Mutter der Kinder, die das mit dem entsprechenden Humor und der Allgäuer Ruhe genommen hat. Also bei uns war immer Chaos im Haus, immer Vollgas. Also wenn du bei uns gebimmelt hast zum Beispiel, so Ding Dong, ah, hallo, wupp. Das Erste, was du im Arm hattest, war sofort ein Kind. Ja? Weil wir waren immer froh, wenn irgendjemand kam, da verteilen, verteilen. Weil du musstest ja immer gucken, mit rein, hallo, wo sind die, was ist los? Wo krabbeln die, gell? Ja, klar. Ja. Aber es hat eigentlich wirklich immer Spaß gemacht. Es war stressig, aber es hat echt Spaß gemacht, muss man sagen. Doch. Schon. Ja? Schon, gell? Schon. Ja. Freude und bayerisch können es auch. So schaut's aus. Macht es jetzt noch Spaß? Mmh. Ja. Mmh. Mit vollem Mund spricht man. Jetzt habe ich mit der ganzen Sache insofern nicht mehr viel zu tun. Ach so. Ja, die Damen sind flügge. Ich werde nicht mehr gefragt, ob sie ausgehen dürfen oder ob die führen jetzt ihr eigenes Leben, ganz klar. Dann fängt es jetzt wieder mit den Enkeln an. Bitte. Du, das kann sich fortsetzen. Meine älteste Tochter, ein Zwilling natürlich, hat wieder Zwillinge. Na toll. Und so weiter. Jetzt hat mir jetzt wirklich geschmeckt. Du Opa, schau mal.
gleich drei. Ja. Vielen Dank. Mm. Na, ich muss jetzt plötzlich doch die Geschichte erzählen, wie meine Großmutter angerufen hat, nachdem wir beim Arzt waren. Dann hat sie gesagt, wie geht's? Und dann habe ich gesagt, du Oma, sind wieder zwei. Und dann hat sie gesagt, aber Kind, das tut man doch nicht. Meine Frau hat mich damals angerufen, ich war immer unterwegs. An Silvester habe ich erfahren, wir werden schwanger. Drei Wochen später war ich, vier Wochen später war ich, glaube ich, irgendwo in Köln oder so auf dem Gig. Hab gespielt, Telefon im Hotel, sitzt du oder stehst du? Ich sitze, warum? Ja, es werden zwei. Okay, in meinem Leben kann nichts normal geben, werden zwei. La la la. Wieder vier Wochen später war ich, glaube ich, in Hamburg oder so, wieder irgendwo gespielt. Hallo? Und dann habe ich irgendwann gedacht, es ist was passiert mit den Kindern, irgendwas Schlimmes. Sei still, was ist los jetzt? Und ich sag, ruf mich nicht mehr an. Aber wirklich. Hab aufgelegt, bin ins, was ist Fischereihafen-Restaurant, ich weiß nicht mehr. Hab mir die teuerste Flasche Rotwein meines Lebens gekauft, hab die auch alleine mit einem wunderbaren Mahl getrunken, gut gegessen, hab wahnsinnig viel Geld bezahlt, weil ich wusste, ab jetzt nie wieder, nie wieder. Alles bühnenreif. Bühnenreif. Und den nächsten Anruf hast du einfach unterdrückt. Den nächsten Anruf habe ich nicht mehr, das war dann. Aber es blieb bei dreien, Gott sei Dank. Ja, die hat sich nicht mehr getraut, ne? Ja, das hoffe ich auch. Ja, bei jedem Anruf, nein, das wollen wir nicht. Darüber wollen wir gar nicht nachdenken. Wie denken deine Kinder eigentlich über ihr Leben als Drillinge? Das müsstest du sie jetzt. Ehrlich gesagt, selber fragen. Hast du nie gefragt? Ich habe ja das Leben bis zu ihrem 14. Lebensjahr mitgelebt. Ich weiß nicht, ob du da so viel drüber nachdenkst. Es ist ja, es passiert ja einfach. Und es passiert dann auch so viel. Und ich habe die Frage, wie die denken darüber, habe ich mir eigentlich so nie gestellt. Na, dann kann es auch nicht schlimm gewesen sein. Na, ich habe immer nur vermieden oder geschlichtet, wenn es um irgendwas ging oder einen Streit oder sonst was. Aber sie haben sich eigentlich relativ wenig gestritten. Geschnitten haben sie sich auch wenig. Aber nö, war okay, muss ich sagen. Wir hatten eine wunderschöne Zeit. Und ich glaube und hoffe, dass meine Kinder auch eine wirklich schöne Kindheit hatten. Ja. Irgendwann bringen wir das mal auf die Bühne als Stück. Die Trapp-Familie. Aber auf Bayerisch. Ja. Weil wir müssen ja schließlich, die Iberbühne braucht ja Stücke. Da muss der Georg noch mal ein Stück über Drillinge schreiben. Sehen die sich ähnlich? Mhm. Zwei, die Marie und die Sophie sind eineig. Sind jetzt, wenn sie natürlich unterschiedlich gestylt sind oder so. Da geht es jetzt hier um mich in der Sendung oder um meine Kinder? Moment. Aber sie sehen sich sehr ähnlich. Interessanteste an dir heute waren unter anderem deine Kinder. Das ist klar. Wäre ich aber ganz stolz drauf. Da bin ich sehr stolz drauf. Absolut. Dass sie, vor allem, sind sie denn in der Statur ähnlich? Wie ich? Nein, untereinander. Sie sind alle relativ zart. Mhm. Das haben sie halt auch vom Vater, gell? Aber die Mami ist auch eine ganz zarte. Also na dann. Es sind keine Riesen. Jetzt bedanken wir uns bei dir. Schön hast du gekocht. Ich bedanke mich bei dir. Schön hast du erzählt. Ich freue mich, dass es euch geschmeckt hat. In die Gratler-Oper gehen wir auch mal wieder. In die Gratler-Oper unbedingt, ja. Die wird wieder diesen Sommer, wird sie wieder 2 Monate sicher laufen. Der Club der Köchinnen wurde Ihnen präsentiert von Möbel Höffner.